Herzlich willkommen bei Stonework. Ich werde heute ein Tutorial verfassen, wie man aus einzelnen kleinen Tanks einen großen Tank baut oder bastelt, wie man das zusammensetzt. Da es ja viele englische Videos gibt, aber nicht jeder im Englischen so gewandt ist oder die einfach zu schnell erklärt sind. Deshalb werde ich das schön in Ruhe mit euch machen. Ich bin hier in der Zughalle, dass ich das hier auch auf festem Boden spawnen lassen kann. So, dann gehen wir hier mal an die Werkbank. Das werde ich mal wegmachen. Ich werde euch jetzt hier erstmal zeigen, warum ich hier diese Linie gemacht habe. Wir haben hier diesen ganzen gestrichelt in dieser halb diesen gestrichelten Kasten. Kann man bauen, falls jemand Stonework noch nicht kennt. Bei diesem Grauen hat man die Möglichkeit, einzelne Würfel und so weiter zu bauen. Hier kann man auch die Farben einstellen und so weiter, welche Farbe der Boden haben soll. Wie man sieht, ändert sich dann auch die Würfelfarbe da unten und die Farbe hier unten in den Leisten. Wir nehmen ganz normal weiß, Standardweiß und wie gesagt, hier bei dem Grauen kann man einzelne Blöcke irgendwo hinsetzen. Wenn man dann das Rote nimmt, hat man hier dieses rote Gitter. Das ist eine Achse und somit kann man spiegelverkehrt bauen. Dann braucht man nicht immer alles doppelt machen. Ich werde das jetzt mal so weit ausreizen, dass wir die ganze Breite zur Verfügung haben. Das ist schon soweit. Mit der rechten Maustaste drehe ich das Objekt. Mit der linken klicke ich an und setze meine Würfel, wo ich sie gerne haben möchte. Und wenn ich auf das Mausrad drücke, kann ich hier so die Ebenen verändern. Also kann ich links, rechts, hin und her rutschen. Wird man auch noch brauchen. Mausrad hin und her scrollen. Wird wohl klar sein, ist Zoom. So, ich werde jetzt hier erst einmal ordentlich was dran setzen, weil wir später danach. Ups. Hier kann man wegradieren. Und das hier ist rückgängig. Vor, zurück. Also hier kann man dann auch alles wieder so entfernen, ohne dass man den Radiergummi macht. Aber man muss bedenken, man kann keine einzelnen Teile dann wegmachen. Wenn man eine lange Strecke gemacht hat auf einmal und geht hier auf zurück, ist das auch alles weg. Um hier rauszugehen, bitte einfach hier unten nochmal draufklicken. Dann sollte das auch wieder funktionieren. So, ich denke mal, das sollte wohl erstmal reichen. Gehen wir hier einfach hier so rüber. So. Und dann dieses Feld hier komplett zumachen. So, und schon haben wir unser komplettes Feld. Wir gehen jetzt hier aber wieder raus. Und jetzt gehe ich hier erstmal in mein Menü rein. Ich brauche als allererstes, das brauche ich alles noch nicht. Das hier nicht. Das wohl. Da schmeiße ich erstmal alles raus. Straight brauche ich dann noch. Flute Corner brauche ich nicht. Gut. Dann werde ich die hier brauchen. Die Winkel werde ich brauchen. Den großen Tank. Und eine digitale Anzeige suche ich gerade noch. Einen Moment.
Na, wo ist sie denn hin? Na? Ach, die habe ich hier in diesem Spielstand wahrscheinlich gar nicht drin. Gut, dann wäre das nicht so wild. Doch, hier habe ich sie. Da ist es doch. Ich habe ja alles da. Gut, wunderbar. Dann haben wir erstmal alles zusammen. Als erstes fangen wir an, mal die Tanks zu setzen. Wir können gerne mal so. Bauen wir jetzt 9 Tanks dahin. Hier drüben die Fläche lassen wir frei. Das habe ich bewusst so gewählt. Und jetzt bekommen wir erstmal diese Winkelstutzen erstmal dran. Verbinden wir noch einmal. Hier auch, machen wir überall erstmal 2 hin. Gut, super. Dann kommt hier ein Winkel. Hier in die Mitte kommt ein, würde ich sagen, machen wir ein Kreuz, dann ändere ich das gerade um. Da ich hier gerade einen kleinen Fehler gebaut habe, habe ich gesehen. Ich müsste ja hier, müsste ich ein anderes setzen. Das müsste ich mir gerade noch mal raussuchen. Das ist es nicht. Das da da. Das ist nämlich dafür da. Das hätte ich gebraucht. Entschuldige, da habe ich mich vertan. Das hier brauche ich. So dass wir unten Anschluss haben. Und wir hier so weiterführen können. So, und jetzt kommt hier. Kann ich hier das Winkelstück hinsetzen? Hier ein Winkelstück. Und hier ein Winkelstück. Dann drehe ich das alles mal wieder. Setze meine Rohre hier dran. Kann das hier festmachen. Hier jetzt alle miteinander verbinden. Was ein bisschen nervig ist, dass da das mit den Buchstaben dort steht. Eigentlich braucht man die nicht, weil das irritiert sowieso mehr oder weniger und man sieht nicht, wo man eigentlich hinbaut. So gut, machen wir hier noch ein bisschen. Mal hier noch 1, 2 weiter. Und hier habe ich einen Würfel. Da ist ein blauer Pfeil drauf. Der zeigt die Durchflussrichtung an. Das ist ein Würfel mit einem Rohr innen drin. Wie man sieht, hier innen drin das schwarze ist ein Durchflussrohr. Damit kann man das hier schön in einer Mauer versenken, ohne dass man das dann von außen sieht.
So, jetzt machen wir hier noch ein Stückchen weiter. Hier neben die Öffnung setzen wir unser digitales Display hin. Na, so drehen wir das. Und so sehen wir jetzt, hier steht 0,000 und das Plus muss auf der linken Seite sein, dass man die Anzeige richtig gesetzt hat. So, jetzt machen wir hier mal komplett zu. Hier auch. Hier hoch. Können wir ruhig gerne hier die Wand hinsetzen. Den Rest müssen wir hier noch freilassen. Warum, zeige ich euch gleich. Ist am besten ein bisschen mehr Freiraum zu lassen. Das hat nämlich jetzt einen wichtigen Grund. So, jetzt sieht man hier die fertige Tankanlage. Machen wir ruhig noch eine Mauer höher, sodass wir sicher sind, dass wir dann später auch alle Rohre mit eingebaut haben und die nicht an der Decke rausschauen. So, so sieht das jetzt fertig aus. Sind alle zusammengesetzt, die ganzen Tanks sind miteinander verbunden. Was wichtig ist, dass die Tankanzeige richtig funktioniert, ist, dass wir uns jetzt einen Mikrocontroller zusammenbasteln. Ansonsten zeigt er immer nur einen Tank an. Warum? Zeige ich euch gleich. Da man hier nur eine Verbindung hat und man so die Tankanzeige nur einen Tank dran machen kann, weil das andere dann immer wieder gelöst wird. Deshalb bauen wir einen Mikrocontroller. Was noch wichtig ist, was wir jetzt noch hier drinnen benötigen, ist auf jeden Fall eine Batterie. Die können wir uns schon mal mit reinsetzen. Da reicht hier diese kleine. So, die setzen wir uns mal hier rein. Halt, nur anklicken, nachkommen. So. Setzen wir uns hier hin. Stromanschlüsse machen wir dann später. Was wir jetzt bauen, ist erstmal ein Mikrocontroller. Dazu klicken wir, wie hier gesehen, hier oben auf Mikrocontroller Editor und haben hier unseren weißen, so einen karierten Kasten haben wir mit einem weißen kleinen Feld. Das weiße kleine Feld können wir erweitern bis auf diese Größe. Hier können wir gerne den Namen eingeben. Jetzt mal jetzt Tank 1 nenne ich das jetzt. Dann heißt er jetzt Tank 1. Jetzt haben wir hier Logik. Hier müssen wir eingeben, wir haben 9 Tanks und müssen zusätzlich noch eins machen, um einen Ausgang vom Relais zu schaffen, dass wir an die Tankanzeige setzen können. Warum? Zeige ich euch dann gleich, wenn wir fertig sind. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 1 haben wir 10. Dann setzen wir alles auf Number, weil die Tankanzeige ja über Zahlen funktioniert. Und das sind hier alles Input. Und der letzte, den wir brauchen, ist ein Output. Aus dem Grund, da er ja die Daten weitergibt aus dem Relais und die keine Zahlen reinkommen. Hier machen wir Output. Machen wir hier Name. Schreiben wir auch Output hin. Oder könnt ihr Ausgang hinschreiben, je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. So, jetzt verteilen wir das. Das setze ich mal weiter rüber. Das ist der Ausgang, der vom Relais, das wir hier jetzt gerade bauen, dann direkt zur Tankanzeige geht. So, das machen wir so, so
können das auch hier hin machen, dann ist es nicht ganz so breit. Und der eine. Jetzt gehen wir hier wieder zurück und können jetzt hier unsere Größe von dem Relais wieder verkleinern. Hier können wir uns bei Symbol, dann wird das später angezeigt, können wir jetzt hier sozusagen auch sowas wie eine kleine Zapfsäule hinbauen, wie ihr möchtet, je nachdem. Ja, das ist dann hier der Griff dazu. Je nachdem, ist ja, könnt ihr machen individuell, wie ihr möchtet. So, dann haben wir hier das alles. Das ist soweit fertig. Jetzt gehen wir hier wieder auf Logik. Jetzt sind wir hier auf einer anderen Ansicht, bei der es gilt, hier erstmal alles, was hier auf einem Haufen ist, auseinander zu pflücken. Das sind alle Sachen, die ihr vorhin angegeben habt, die ganzen Positionen, also es waren 10 Positionen, die wir angegeben haben, 9 plus den einen Ausgang. Das müssen wir uns jetzt hier erstmal schön zuordnen und das setzen wir ein bisschen weiter rüber. So, wichtig ist, einmal hier draufklicken, dann werden immer zwei Paar zu einem hinzugesetzt. Das wird dann wie eine Kette, bis zum Schluss nur noch eins übrig ist. Hier hin. Den setzen wir ein bisschen weiter vorne hin. Das hat dann folgende Gründe, so dass es alles schön eine Reihe sind. Jetzt verbinden wir die erste Mal. Ihr könnt auch immer das kontrollieren, ob ihr das verbunden habt, indem ihr drauf geht und die Verbindung wird weiß. Dann wisst ihr, dass es richtig angeschlossen ist. Wichtig ist zu beachten, man kann immer nur von klein auf groß gehen. Also dieser kleine grüne Ring, Punkt auf den großen grünen Ring sozusagen. Das muss man jetzt hier machen. Und jetzt verbinden wir das hier mit dem hier, weil das ja keine 10 sind. Also bleibt im Endeffekt eins übrig, weil das alles andere sind Paare. Und so setzen wir das einfach so wieder hin. Und wir haben im Endeffekt dasselbe System wie vorher auch. Also macht das nichts. Hier machen wir genau dasselbe. Machen wir das hier, verknüpfen wir mit dem hier und das hier. So, jetzt gehe ich mal mit Mausrad, kann man vor- und zurück scrollen. Also man hat hier ungemein viel Platz, um alles auch wirklich hinzubekommen. So, jetzt setze ich das hier hin. Wir verbinden den mit dem hier, das hier wieder zurück und hier den Ausgang. Ups. Bisschen klein, so, dass ihr das noch mal ein bisschen näher seht. Habe ich das jetzt so gemacht? Man kann das jetzt auch ein bisschen wieder zurückziehen. So, jetzt sieht man das auch ein bisschen besser. Also alles miteinander verbunden, dass zum Schluss nur noch eins rauskommt. So, das speichern wir jetzt unter speichern wir jetzt mal hier auf Tank 1, sage ich mal. Das hatte ich von gestern noch, da ich einen Probelauf gemacht hatte. Nehmen wir mal, speichern wir extra. Das machen wir auch. Mache ich hier extra, mache ich 1, das heißt Tank 1, Save, so. Jetzt gehen wir raus und schauen, da gehen wir auch, hier oben müsste dann
wieder zurück aufs X, dann seid ihr wieder hier im normalen Menü. Jetzt gehen wir hier raus. Und jetzt habe ich hier steht Tank 1. Das ziehen wir uns hier unten rein. Da wo die Batterie ist am besten. Die wir die gerade nicht benötigen. So, dann klicken wir das hier nochmal an, so dass es auch gelb unterlegt ist. Dann wisst ihr, ihr habt das in der Hand. So sieht das dann aus. Das ist wie einfach nur so ein weißer Schaltkasten. Und um den jetzt zu verknüpfen, gehen wir hier oben auf das Glühbirnchen. Und da seht ihr hier schon unsere grünen Kreise, die wir vorhin auch drin haben. Jetzt sieht man die hier, um die ganzen Tanks zu verknüpfen. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Also verbinden wir da. Unsere Kontrolle seht ihr. Aha, die Linie ist weiß und der Tank ist mit dem Relais verknüpft. So könnt ihr dann immer wieder kontrollieren, ob ihr das auch richtig verbunden habt. So, den einen noch. Und den Ausgang müsst ihr hier mit der Anzeige verknüpfen. Das ist ganz wichtig. Dann gehen wir hier runter auf Elektrik und verknüpfen die Batterie nur noch mit der Tankanzeige, mit der digitalen. Um wieder auf den ursprünglichen Ort zurückzukommen, mit der Verknüpfung, einfach hier oben auf Data klicken. So, dann wären wir hier soweit fertig. Das wäre schon. Gut, Moment, ich gehe noch mal drauf. Ich habe was vergessen zu zeigen. So. Man kann jetzt auch die ganzen Sachen noch beschriften. Zum Beispiel hier ist jetzt Tankanzeige. Hier könnt ihr entscheiden, wie ihr die Sicht haben, wenn es nur kleine Tanks sind, 0,00, und dann hinten dran seht ihr dann die genaue hintere Dezimalzahl. Hier ist dann Tausender, Hunderter Stelle und hier habt ihr Tausender Stelle. Ich lasse jetzt mal Tausender Stelle, weil die Tanks jetzt relativ groß sind. Hier zeigt er dann gar nichts mehr an. Das ist dann einfach zu groß. Deshalb lasse ich das jetzt hier. So, Tank. Wenn ich den anklick, auf den Tank gehe mit der Maus und anklick, steht hier Diesel, Jet Fuel, Empty. Empty ist gut, wenn ihr jetzt Tanks habt, die ihr gern befüllen möchtet. Wie zum Beispiel jetzt ein Reservetank irgendwo oder ihr baut einen speziellen Tank an, da ihr noch nicht wisst, was da wirklich reinkommt, dann stellt das auf Empty. Ansonsten Jet Fuel ist für Flugzeuge, Diesel für Loks, Autos, Boote und so weiter. Wasser gibt es auch, das ist zum Löschen etc. für Löschfahrzeuge und so weiter und so fort, wie ihr das halt für das halt benötigt. So, das ist das noch, was ich euch zeigen wollte. Jetzt haben wir das soweit fertig. Jetzt speichere ich das mal kurz ab auf Tank 1. So, und lass es mal spawnen. Es dauert immer einen kleinen Moment. So, hier seht ihr jetzt die volle Tankanzeige. Es ist alles voll. Hier guckt das Loch raus. Hier ist noch eine kleine Plattform. Die werde ich auch gleich noch ein bisschen vergrößern. Und hier oben kommt gleich noch der Deckel drauf. Um wieder zurück ins Baumenü zu gehen, einfach hier an die Werkbank, hier draufklicken und schon habt ihr das Letzte, was ihr gebaut habt. So. Jetzt ist es zu. Hier, ich mache das jetzt mal nicht mit dem spiegelverkehrten Ding.
So, die Plattform, die benötige ich gleich dann für das nächste Video, um euch dann zu zeigen, wie man eine Zapfanlage baut mit dem großen Tank hier. Wie man dann zum Beispiel jetzt auf dem Schiff oder was weiß ich, wenn man dann sein kleines Beiboot betanken möchte oder sonst irgendwas, wie das im Groben funktioniert. So, gehe ich hier wieder drauf, überschreibe das, den Speicher, spawn das hier noch einmal. Und wie ihr seht, ist alles soweit fertig. Hier ist wieder die Tankanzeige, hier ist das Loch, um mit der Rohrerweiterung oder Schlaucherweiterung weiterzumachen. So, und das war's schon. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr das gerne unten bei mir unter das Video schreiben. Ich werde mich dann auch schnellstmöglich melden und auch für Tipps oder Vorschläge oder sonst irgendwas immer ein offenes Ohr haben. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und schaut beim nächsten Video rein. Dann zeige ich euch, wie man eine Zapfanlage baut. Gut, Dankeschön, tschüss.